Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen neuen Siedlung in Assassin's Creed Valhalla. Im Schweiße unseres Angesichts und leider auch mit meinem ersten Tod in diesem Spiel haben wir nun diese wundervolle Schmiede in der letzten Folge aufgebaut. Und ich muss sagen, es wird so langsam. Was ich wohl gesehen habe, hier hinten leuchtet noch was. Da wollte ich auch mal gucken, was das ist. Weil das sind ja anscheinend... Ah, Verzierung, okay. Anscheinend immer Sachen... Steinbrunnen übernehmen. Ah, da brauche ich auch nichts für zu bezahlen. Die habe ich durch die Collectors Edition, kann ich die einfach hinstellen. Sehr schön. Ja, dann machen wir das doch. Scheibe. Ach so, man kann nur eins übernehmen. Das ist natürlich doof. Es sei denn natürlich, man kann... ja, wobei der Brunnen natürlich direkt am Wasser vielleicht ein bisschen blödsinnig ist. Odins Statue. Das sieht doch schön aus, so für den Eingangsbereich. Gehen wir mal hier raus. Ja. Das sieht doch schön aus. So als Willkommen... Willkommenssache. Dann schauen wir hier nochmal. Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht, beziehungsweise gehofft. Da können wir da mehrere Sachen hinstellen. Berserker Waffenlager, Berserker Bärentotem. Stellen wir das mal hier direkt so als Empfang hin. Das ist ja cool. Da hinten kann man wieder was machen. Kriegerlager. Hier hilft dir Eidis dabei, deinen eigenen Jomswikinger auszubilden. Jomswikinger anderer Spieler anzuwerben und deine Besatzung zu verwalten. Okay. Ich lasse es erstmal offen, weil ich kann mir das gerade so leisten. Und ich weiß nicht, ob wir nicht noch irgendwas haben, was wir auch noch bauen können, was aber wichtiger wäre als das. Da schaue ich mal. Haben wir hier noch irgendwas? Dem können wir sprechen. Sprechen wir doch mal mit dem. Haitam, nun da Basse, wenn du hier angekommen seid, was werdet ihr tun? Wir haben viel zu erledigen. Wir beginnen in den Städten Englerlands. London, Jofovic, Winchester. Alle drei werden von Mitgliedern desselben Ordens heimgesucht, zu dem auch Kjötvi gehörte. Doch ihr Einfluss reicht noch viel weiter als das. Von allen Ländern der Erde ist Englerland wohl am stärksten betroffen. Richten Sie hier denselben Aufruhr an wie Kjötvi in Nordwege? Nicht nur Aufruhr. Sie verbreiten die Plage der Täuschung und lehren die Menschen, sich zu erniedrigen und zu quälen, um Macht zu erlangen. Das scheint dir sehr nahe zu gehen. Natürlich. Es ist der einzige Zweck der Verborgenen, den Körper und Geist der Menschen von unnatürlichen Fesseln zu befreien. Aber wir haben seit 4 Jahrhunderten keine Handhabe mehr in Englerland. Seit dem Sturz des Römischen Reiches war kein Verborgener mehr hier. Dadurch hatte der Orden der Ältesten viel Raum, um zu wachsen und zu gedeihen. Unsere Aufgabe wird nicht leicht sein. Doch mit einem Bruderschaftshaus könnten Basim und ich unsere Arbeit aufnehmen. Falls du Zeit und Material hast, um eins zu bauen, wären wir dir sehr dankbar. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, das finde ich nicht schlecht, zumal ich ja mit der Bruderschaft sehr stark verbunden bin. Da bräuchte ich auch nur 30 für... Hier arbeitet Haitam daran, die Schritte des Ordens der Ältesten zu überwachen. Die entsprechende Quest findest du hier. Wir schauen aber erstmal noch weiter. Aber ich möchte den Haitam gerne das Amulett geben. Ich meine, doch ihm musste ich das geben, oder? Ich schaue nochmal eben nach. Sammelobjekte. Ich sollte es zu Haitam im Bruderschaftshaus meiner Siedlung bringen. Ach so, da muss ich das wahrscheinlich erstmal bauen, damit ich das machen kann, nehme ich an. Okay, dann schauen wir hier noch. Ist da, doch da hinten ist da noch was. Was ist denn hier noch? Können wir da noch was machen? Alles voll. Ich kann mich nie heilen im Kampf, aber Hauptsache alles ist voll. So, an diesen Handelsposten kannst du Vorräte und einzigartige Gegenstände erwerben. Vorräte ist natürlich nicht schlecht, ne? Also würde ich normalerweise sagen, das kommt im Moment wirklich als erstes. Ich meine, klar, eigentlich müssten wir jetzt die Leute, ja, also die Krieger, die mit mir kommen, als erstes ausbilden. Aber wenn die natürlich keine Nahrung haben, dann sieht es schlecht aus. Also würde ich jetzt mal einfach behaupten,
dass wir das jetzt mal als erstes bauen. Den Handelsposten. Da sind wir also. Wie schön, eine feste Stätte zu haben. Ja, na, das finde ich auch. Wir schauen uns das Ganze mal von innen an. Das sieht doch richtig aus zu lesen. Brief von Ilandis Familie. Noch nie waren wir so froh, einen Brief von dir zu erhalten. Welch wunderbare Nachrichten. Unsere kleine Knospe ist jenseits des Meeres erblüht. Und es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, seit du irgendwo lang genug gelebt hast, dass wir dir Pakete schicken konnten. Ich hoffe, die Gewürze und das Öl bringen dir Freude. Es brach uns das Herz zu hören, was sie dir zu essen geben. Vielleicht werden, wenn du ihnen etwas Gewürz anbietest, ihre Zungen lernen, deinen Namen richtig auszusprechen. Dann musst du es ihnen nicht mehr so leicht machen. Ja, da freue ich mich doch, dass ich ihr helfen konnte. Kann man damit was machen oder ist das jetzt nur zufällig, dass es so blau ist? Sprechen wir mal kurz mit ihr. Wir haben bisher kaum geredet, Yanli. Und ich weiß nichts über dich. Was hat dich nach Englerland verschlagen? Ich wünschte, ich hätte eine spannendere Geschichte für dich. Ich kam aus dem fernen Djungdjo. Ohne Grund eigentlich. Neugier, denke ich. Das ist keine ausgefallene Geschichte. Eine junge Frau packt das Reisefieber und fährt auf einem Handelsschiff mit. Vermisst du deine Heimat? Ja, oft. Ich habe vor, eines Tages zurückzukehren oder vielleicht Freunde und Familie herzulocken. Aber es besteht keine Eile. Hier bist du jedenfalls immer willkommen. Oh, ich werde bald ein paar Gewürze aus dem Osten für ein Festmahl haben. So sehr ich eure Gastfreundschaft schätze, das Essen... Nun, ihr seid stets bemüht. Das hört sich irgendwie nach einem Zeugnis von einem Arbeitgeber an. So, was machst du hier noch gleich? Können wir einfach mal ganz blöd fragen. Was tust du hier noch gleich? Ich kaufe und verkaufe alles Mögliche. Und ich habe ein gutes Netzwerk an Händlern, was bedeutet, dass ich fast alles besorgen kann, worum du mich bittest. Und das alles hier. Zeig mir, was du anzubieten hast. Ja, ich möchte zwar nichts kaufen, aber ich möchte zumindest mal eben sehen, was sie alles hat. Händler finden sich in jeder größeren Stadt. Ja, unsere Stadt wird mal groß. Von ihnen kannst du wichtige und manchmal auch äußerst seltene Gegenstände erwerben, aber auch Plunder und Güter verkaufen. Das ist schön. Du brauchst das doch, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, was davon... Achso, doch, ich habe noch ein bisschen Geld. Ja, ich denke mal, dass ich das Geld, also Silbermünzen sollten das wahrscheinlich sein, dass ich das hoffentlich so nicht mehr brauche. Mit Mahlzeiten kannst du dich heilen. Das ist aber schon mal sehr gut. 50, 75 ist viel, ich weiß. Kann ich nicht kaufen? Warum kann ich das nicht kaufen? Ich habe doch keine drei Mahlzeiten. Achso, doch, Mahlzeiten. Habe ich drin. Wieso kann ich mich dann immer nur einmal heilen? Ich verstehe es nicht. Sowas kann man doch immer gebrauchen. So, Jagdpfeile. Ja, wenn ich denn mal jagen gehe, dann bestimmt. Leder, Raubtierpfeile, leichte Pfeile. Das solltest du kaufen. Todessprecher. Deine Botschaft wird direkt in den Kopf gehen. Hundezahn. Dieses scharfe Messer lässt klaffenden Wunden im Fleisch seiner Opfer zurück, die den Bissspuren wilder Hunde ähneln. Okay. Doppelhänder und Nadelkopf. Was dabei? Ah, Runen hat sie auch. Okay. Kleine Rune der Eile, kleine Rune der Kopfjagd, kleine Rune des Lebens, kleine Rune des Trutzes. Okay, also der Widerstand. Das sind natürlich alles nicht gerade günstig. Kosmetische Entwürfe für die Verzierung. Roter Drache, okay. Okay, also alles nur kosmetische Entwürfe. Ja, gut. Ist das dann alles? Ja, das ist alles. Ich wollte nur mal gucken. Ich wollte mal so ein bisschen bummeln gehen. Bis bald. Beehr mich bald wieder. Mache ich doch gerne.
So, da hinten waren wir, glaube ich, gerade schon. Nee, da waren wir noch. Doch, da waren wir schon. Mehr haben wir nicht. Der Typ mit dem Steiger müsste doch normalerweise auch noch hier sein, oder? Der große Baum. Ah, weiser Baum. Henkersbaum, Ruheort des Berserkers. Weiser Baum finde ich natürlich schön, aber da wir jetzt alles so auf Berserker eingestellt haben, nehmen wir jetzt mal den Ruheort des Berserkers. Hier können wir wahrscheinlich wieder nichts machen. Nee. Okay. Ach, da hinten ist noch was. Da schauen wir auch mal nach. Wird jetzt ein bisschen ruhiger. Ich weiß nicht, wie es gleich noch aussehen wird. Ich denke mal, da hinten könnte der Stall sein. Oder? Nee. Holzfäller? Kannst du... Doch, kannst du Pferde erstehen und diese und deinen Raben verwalten. Diese und deinen Raben. Achso, Stall und Vogelhaus. Ah, okay. Man kann mit dem Raben dann noch was verbessern, oder wie verstehe ich das jetzt? Wie kommt es, dass du solch eine Verbindung zu Pferden hast, Ruadan? Sie waren mir in der Jugend die besten Freunde. Ich war ein kränklicher, stotternder Junge und nur die Pferde lachten mich nie aus. Mit der Zeit begann ich, sie so zu verstehen, wie du Menschen verstehst. Ich höre ihnen zu, wenn sie sprechen und umgekehrt. Sag mir doch nochmal, was du hier machst. Ich bin als Stallbursche mit der Hege und Pflege von Tieren vertraut. Komm zu mir, wenn du etwas für dein Pferd oder deinen Raben brauchst. Für den Augenblick kann ich nur wenig tun. Wenn du mir einen Stall baust, wäre das anders. Ja, das möchte ich auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht genau, wann ich es schaffen werde, den zu bauen, weil die natürlich alle ziemlich teuer sind. Nun muss ich gehen. Auf bald. Bis nächstes Mal. So, aber das ist gut zu wissen. Der Stall ist dann hier hinten. Ja gut, da brauche ich nicht reinzugucken. Ich denke mal, dass ich bei ihm nichts plündern kann oder zumindest auch nicht möchte. Da sind noch alte Ruinen. Ich denke mal, da wird nichts aufgebaut. Was ist denn das hier? Künstlerecke? Okay. Ja. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Und gar nicht mal so schlecht, muss man ja auch sagen. So, er ist hier drin und ich laufe natürlich jetzt komplett auf der falschen Seite rum. Was aber nicht schlimm ist, weil so kann ich wenigstens gucken, ob hier noch irgendwas anderes ist. Aber danach sieht es nicht aus. So, wo ist denn der Eingang? Da. Die Sachsen unterteilen ihre Königreiche in kleinere Gebiete. Eivor, hier drinnen. Was bewahrst du in diesem Raum auf? Meine beste Waffe. Denn dieser Raum gehört dir. Hier kannst du ruhen, deine Axt aufhängen. Oder deinen Gedanken nachsinnen. Gefällt er dir? Er passt zu mir. Ich schlafe aber genauso gern bei den Kriegern an der Anlegestelle. Ich brauche keine Sonderbehandlung. Das ist keine Sonderbehandlung. Ich will dich im Langhaus wissen. Nah bei mir. Ich mag Jarl des Clans sein, aber du und ich führen gemeinsam, wie immer. Also mach es dir bequem. Wenn du bereit bist, treffen wir uns bei den Ställen. Das ist cool. So, was haben wir denn hier? Siehe, unser neues Lager, das aus dem Rußhaufen geboren wurde, welches die Söhne Ragnars hinterließen. Jetzt sieht es vielleicht noch etwas schäbig aus, aber mit etwas Mühe wird daraus bald ein Leuchtfeuer des Handels und der Kultur. Wir haben gerade Raum für die folgenden Angebote. Schmied, Bruderschaftshaus, Stall- und Vogelhaus, Handelsposten, Kriegerlager. Gut, dann haben wir alle gesehen. Perfekt. Sobald die Schmiede steht und läuft, würde ich empfehlen, das Bruderschaftshaus zu bauen. Da Heitam uns dabei helfen kann, Bündnisse in den Städten Englerlands zu schmieden. Sprich mich an, wenn du weitere Fragen hast. Okay, ich hätte scheinbar erst... ja. Man weiß es ja vorher nicht, ne? Wenn man vorher mal alles erkundschaften will, aber nein. Ein Kästchen für Nachrichten und Gesuche. Darf man das auch mal angucken? Die hängt sich so davor. Ein Bett wie dieses hatte ich nicht oft. Hier werde ich mich gut erholen.
Ja, ich finde es auch nicht sehr viel, schön. Aber mein eigen. Ich finde es einen tollen Raum. Ich meine, dafür, dass sie ja nicht so die Königin oder sowas ist, obwohl sie dem ja eigentlich schon gleichkommt. Hier ist eigentlich nichts. Da könnte ich mich, glaube ich, nur hinsetzen, um was zu essen oder so. Okay, dann gehen wir nochmal zu den Ställen zurück. Hier können wir nichts von nehmen. Ne, das ist alles Proviant. So wirklich sprinten können wir aber irgendwie nicht mehr. Na doch. Du kannst auf mich zählen, mein Freund. Der Pfad vor uns erleuchtet. Am Ende wartet der Ruhm. Lebe wohl, Eivor. Aber warum jetzt? Dag, bitte. Es muss getan. Wo reitet er hin? Verlässt uns Basim denn schon? Sigurd will auch bald weg. Ist das wahr? Die Söhne Ragnars haben ihr Lager im Norden aufgeschlagen. Wir sollten sie besuchen, um unsere Verbindung zu diesem Land zu stärken. Ist Basim dorthin unterwegs? Basims Ziele sind die seinen. Belass es dabei. Wir haben Wichtigeres zu besprechen. Ich reite nach Legra Kestashir, in einer Stadt namens Cheopedun. Eivor, ich erwarte, dass du nachkommst, wenn du hier fertig bist. Ich komme gleich mit. Ich brauche nur ein Pferd. Noch nicht. Sprich erst mit Randvi. Sie hat mehr als nur eine Aufgabe für dich. Neben dem Aufbau der Siedlung müssen auch Bündnisse geschlossen werden. Wir können Englerland nicht mit so wenigen Freunden befrieden. Dann muss ich dir beistehen, Sigurd. Ich eigne mich besser für lange Reisen. Nein, Dag. Du gehörst hierhin, zu den Kriegern. Und du wirst Eivor Folge leisten. Pass auf dich auf, Bruder. Ich folge dir, sobald ich kann. Ja, und ich halte unsere Krieger in Form. Eivor Folge leisten? Will er mich auf die Probe stellen? Vielleicht. Sigurd ist ein weiser Mann. Eher befolge ich die Befehle einer Laus. Eieiei. Okay, aber wir haben wieder zwei Fertigkeitspunkte mehr. Perfekt. Eivor, mein Stall ist noch etwas leer. Aber wenn du mir einen besseren bauen kannst, besorge ich dir die besten Pferde. Ein voller Stall wäre eine große Hilfe. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, aber dafür muss ich erstmal irgendwas finden, was ich plündern kann. Okay, wir schauen nochmal kurz bei den Fertigkeiten, weil mein Ziel ist ja die Sache mit in den Rücken fallen. Ach so, nee, so rum. Ah, und schon haben wir wieder was eröffnet hier. Fortgeschrittener Meuchelmord. Töte Gegner mit hoher Stufe durch einen zeitlich gut abgestimmten Angriff. Das ist was für mich. Jetzt würde ich allerdings schon gerne runtergehen dafür. Das weiß ich nur nicht. Ich glaube, ich kann da nicht direkt hingehen. Fernkampf. Attentatschaden. Fähigkeitenschaden. Da müsste ich quasi hier einmal die Runde gehen. Aber Attentatschaden ist natürlich nicht schlecht. Achso, den kann ich gar nicht nehmen. Schleichen oder leichter Angriffsschaden. Ja gut, wir nehmen erstmal den leichten Angriffsschaden. Also wir gucken erstmal, dass wir das hier oben noch fertig kriegen. Und dann gehen wir hier unten zum Meuchelmord. Ja. Der dürfte wahrscheinlich hier in dem Haus sein, oder? In dem Haupthaus. Beziehungsweise es war eine sie, oder? Mit wem? Nee, Randivi. Mit dem müssen wir sprechen. Doch, Missy. Da bist du ja. Aber sie spricht nicht mit dir. Warum nicht? Ich habe extra Y gedrückt. Jetzt. Du wolltest mich sehen? Sigurd trug uns auf, dafür zu sorgen, dass wir in Englerland Fuß fassen. Er will Bündnisse schmieden. Eiserne Bande mit allen Nordwegern, Dänen und Sachsen. Ja, wir sind die Fremden hier. Freunde zu finden, würde uns helfen. Stimmt, wo fangen wir an? Meine Kundschafter überbringen uns täglich Neuigkeiten und so langsam fange ich an, diese zerrütteten Lande zu verstehen. Je mehr ich erfahre, desto mehr kann ich dir über jede Region erzählen, bevor du dorthin aufbrichst. Ich verstehe.
Sobald du Verbündete in einem Gebiet gefunden hast, rede mit mir. Dann entscheiden wir über den nächsten Schritt. In Ordnung. Wo fangen wir an? Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Schließ dich Sigurd in Legrakestashir im Norden an und triff auf die Söhne von Ragnar Lodbrok. Oder gehe gen Süden nach Grantabrückshir zu einem Dänenheer, das von Jarl Gudrum und Soma angeführt wird. Ich sollte hinzufügen, dass unser Freund Heitam sich mit seinen eigenen Quellen in den Städten besprochen hat. Seine Ergebnisse könnten uns für Bündnisse in Englerlands Städten nützen. Sprich mit ihm. Vielleicht braucht er etwas. Ja, er braucht seine Heimatunterkunft, also seine neue Unterkunft. Aber ich muss ja irgendwie erstmal plündern. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So, Bündniskarte. Wenn deine Siedlung in Englerland wachsen und gedeihen soll, muss dein Clan Bündnisse schließen. Bekunde deinen Wunsch nach einem Bündnis mit einem Bündnisgesuch. Sobald ein Bündnis geschlossen wurde, werden unsere Gebiete werden weitere Gebiete verfügbar. Okay. Beraten. Auswählbar. Erzähl mir von Grantabrückshir. Eine dänische Streitmacht, die von den Sachsen das Sommerheer genannt wird, lagert nördlich von Grantabrück in Ruinen jenseits des Flusses. Wir sollten uns mit ihren Anführern Gudrum und Soma gutstellen, wenn wir ihr Vertrauen und ihre Freundschaft gewinnen wollen. Meine Späher trafen sie nicht selbst, also kann ich nur wenig über den Zustand ihres Heeres sagen. Dies ist immerhin ein Anfang. Okay. Ja, also ich würde normalerweise sagen, da der Bruder von ihr sowieso in die andere Richtung unterwegs ist und es natürlich taktisch sehr klug wäre, nach allen Richtungen die Fühler auszustrecken, dass wir uns erstmal in die Richtung aufmachen. Ich breche sofort auf. Gut, und möge dich Freyas Segen begleiten. So, du hast 300 Helix-Credits erhalten. Du kannst damit zusätzliche Ausrüstung, was, wie, wo? Leute, könnt ihr das mal so lange reinmachen, dass man es auch wirklich lesen kann? Hier habe ich das jetzt aber nicht drin. Das ist, wenn, dann im Hauptmenü wahrscheinlich, oder? Legendäre Belohnung. Bekämpfe deine Gegner wie ein echter Wikinger mit diesen einzigartigen spartanischen Bogen. Achso, den kann ich mir nur kaufen. Ja. Hier steht nichts von irgendwelchen Belohnungen drin, deswegen... Shop? Ah! Ah, okay. Ich habe jetzt 300 wofür auch immer bekommen. Ja. 2 von 2 Gegenstände im Besitz. Wenn ich jetzt wüsste, was das jetzt alles genau ist, dann... könnte ich da vielleicht auch was mitmachen. Warum kann man sich das nicht... Achso, doch. Seefahrer-Siedlungssatz. Aber das ist alles wahrscheinlich nur von der Optik her, nehme ich mal an. Ja, es ist definitiv nur von der Optik her. Den Charakter kann man anpassen. Waffenbegleiter. Ich geier die ganze Zeit schon da drauf, seit ich das gesehen habe mit dem Wolf. Der sieht auch nicht schlecht aus hier mit diesen Flügeln. Okay, man kann das Pferd anmalen. Aber vom Wolf steht nichts drin, hä? Okay. Ja gut, ich werde da jetzt aber auf jeden Fall definitiv noch nichts ausgeben. Aber mal kurz bei den Hilfsmitteln gucken. Ein kleiner Beutel. Opalkarte enthüllt. Artefakte. Okay, gut. Damit ihr auch mal wisst, was das ist. Hati, das ist wahrscheinlich der Wolf, nehme ich mal an. Kann ich mir aber nicht angucken. Kann man sich nur kaufen. Schade. Ja, es wäre schön, wenn ich im Laufe des Spiels noch was bekommen würde, weil dann würde ich definitiv den Wolf noch kaufen. Ansonsten bin ich ganz ehrlich, ich werde da definitiv kein Echtgeld mehr investieren, weil ich habe so viel dafür bezahlt, diese Collector's Edition. Ich meine, sie hieß Collector's Edition. Die höchste auf jeden Fall, ohne die Sachen, die man noch dabei kriegen konnte, also diese physischen Sachen. Dass ich da jetzt nicht auch noch Geld für ausgeben muss. Ja, sprich mit den Anführern des Sommerheers. Ich würde sagen, dass wir das in der nächsten Folge machen, weil ich denke, das könnte noch ein bisschen
ja, ein bisschen aufwendiger sein. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir irgendwo was finden, wo wir denn auch was plündern können. Ich verabschiede mich erstmal für diese Folge und sag mal bis zur nächsten Folge. Ciao!